Hallo zusammen, ich habe hier ein Mercedes Sprinter als Wohnmobil ausgebaut, einen Selbstausbau. Und der lief jetzt mit dem Kühlschrank 2 Jahre lang. Und jetzt geht der Kühlschrank nicht mehr. Ist ein Wemo 46, weiß nicht, N oder F, also mit oder ohne Eisfach, kann ich nicht sagen jetzt. Aber wir schauen uns das Kühlaggregat an. Es gibt 3 Sachen, die ihr beim Kühlaggregat beachten müsst. Stromzuführung, die Luft, Kühlung. Machen wir den Sprinter auf. Hier werden Motorräder verladen. Ja, und ich bin jetzt hier im Wohnmobil drin, hier in der Heckgarage. Hier ist ausgelegt für Motorräder. Und wir machen hier auf. Hier hinten dran sitzt der Kühlschrank. Und nebendran die Gasflasche. Und das Aggregat ist so montiert. Nicht auf dem Kopf, aber liegend. Das ist ein Standard-Kühlaggregat. Das wird so bei uns ausgeliefert und es steht, dass der muss so montiert werden, dass er auf den 4 Gummifüßen steht. Das ist jetzt so montiert. Und das hier ist jetzt nur der nackte Kompressor, der ist ja dann so montiert. Wir machen den auf. Und hier drin, erstens scheppert der Kompressor, weil er nicht auf den 4 Gummifedern steht innen drin. Der hat kein Öl drin. Normalerweise ist hier noch 2 Deziliter Öl drin. Und der saugt unten an, oder 1 Deziliter, alter war 2 Deziliter, saugt unten an und schleudert das Öl hier rundherum. Wenn der so steht, dann ist das Öl hier unten. Der Kompressor kriegt hier dann kein Öl mehr und die Verschmierung versagt. Der Kompressor ist jetzt aber in dieser Position 2 Jahre gelaufen. Ich habe vorher gesagt, ihr müsst beim Kühlschrank 3 Sachen organisieren. Vor allem 2. Eine Stromversorgung. Da könnt ihr den Spannungsabfall messen. Wenn mehr als 0,5 Volt Spannungsabfall ist auf der Zuleitung, habt ihr schon 5% Leistung verloren. Das heißt, der Kühlschrank braucht 5% mehr Strom. Wir haben Sachen, da haben wir wesentlich mehr. Verlinke ich euch ein Video von Max am Schluss. Dann die Luftzuführung. Das muss hier belüftet werden. Das ist hier gewährleistet. Hier kriegt das Aggregat Luft. Ohne Thema. Hier hinten die Garage, auch wenn hier noch ein Motorrad oder 2 drin stehen, das Aggregat kriegt hier super Luft. Und das dritte wäre, dass der Kompressor Öl kriegt, dann müsst ihr ihn einfach so montieren. Wird in der Regel ja auch gemacht. Was machen wir jetzt hier? Wir trennen das Kühlsystem auf. Löten den Kompressor raus und setzen einen neuen Kompressor rein und dann dieser Winkel, der kommt dann so hinten oben an der Wand, weil der Kunde sagt, ja, das Motorrad kommt dann bis unten, denke mit dem Vorderrad, dass er keinen Platz braucht und dann kommt das Aggregat wieder hier auf diesen Winkel. Sind 2 Stunden reine Arbeitszeit, wir haben länger zum Vakuumieren, das ist keine Arbeitszeit. Ja, und eben 2 Sachen sind wichtig, Strom und Kühlung. Ich mache euch hier das Video von Max, das Natsubi, und hier unten ein Luftschlauch, wie man das Kühlaggregat besser belüften kann. Und sonst wünsche ich euch
einen schönen Tag.